Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. Wir reagieren auf Hava und Dadan. Normal heißt das Ganze, ihr wisst Bescheid, wir sind am Start, kommt vorbei auf Twitch. Erster Link, abchecken, bin gerade live auf Twitch, Donnerstag nachts bin ich immer live, da checken wir die neuen Releases auch ab. Ich mache das immer so, ich zeige das immer gerne in den Videos. So, wir haben gerade, die Liste war hier voll, ich drücke dann immer hier drauf, Glücksrad entscheidet, auf was wir immer reagieren, ist dann nochmal ein bisschen cooler, anstatt einfach so ein paar Songs abzuchecken, wisst ihr? Jetzt gerade da dann dran, gleich mache ich den Namen hier raus und dann drehe ich wieder. Deswegen, Dadan ist am Start, bin ich gespannt mit Hava. Ich muss sagen, Mailbox von Hava und Dadan, das war schon ein Hit. Kann sein, dass das auch wieder abgehen wird. Warum ist die ganze Infobox von den Rappern so leer? Kein Producer, gar nichts. Hier steht nichts drin. Hava TikTok ist nicht mal verlinkt. Achso, doch hier. Hava Instagram, Dadan Tour. Das war's. Perfekt. War Bobby und Kapi schon? Bobby haben wir schon abgecheckt. Kapi war noch nicht. Okay, wir gehen rein. Auch hier, was ist das für eine spanische Gitarre? Ich hoffe, Dadan kommt mit einem Sommersound, weil der hat echt, echt coole Sommerlieder. Coco Mama zum Beispiel oder FaceTime. Das waren echt coole Dinger. Ich glaube, die sind auch Platin gegangen. Let's go. Aha, aha. Okay. Okay. Aha, aha. Was ist das für ein Video? Also Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, also wer das hier editiert hat, ein Viertklässler hätte... Naja, okay. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Und die Tür ist auch noch auf. Der kann einfach rein. Hey. Baby, ich warte auf dich in einem Luxuswagen. Vielleicht hast du Lust zu fahren. Normal. Baby, das ist bei mir normal. 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 Okay. Ich bin euch ehrlich. Dadan kommt gut rein. Habe ich das irgendwo schon mal gehört? Kann das sein, dass sie das irgendwo vielleicht auf TikTok mal ein bisschen bekannt kam es mir deswegen. Das hört sich schon wieder so an, Freunde. Das Ding wird wieder so nach dem, das wird wieder viral gehen, kann ich euch sagen. Vor allem, weil Dadan und Hava auch zusammen sind, verheiratet sind, glaube ich sogar, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Deswegen an sich einfach, weil das ein Couple ist, wird es nochmal durch die Decke gehen. Mademoiselle weiß, can you be my Valentine? Bin wie mein Cash, weil ich nie an einer Stelle bleib. Du verschwendest Zeit, du bist auf alle Fälle meins. Wer macht so wie Daddy? Ich kenne keinen. Du musst verstehen. Okay. Einfach Schnürsenkel rein editiert oder so. Digga, ich weiß nicht, was das für ein Edit war, aber Real Talk, das war cringe. Und unpassend. Wer sieht da einfach oben und er würde reinlaufen, passt. Aber diese Szene mit den Haaren, weiß ich nicht. An deiner Seite kann nicht jeder sein. Du brauchst einen wie mich, ja, du weißt Bescheid. Mabel, Mabel. Ich spiel mit offenen Karten. Warte, sie tut das. Ich spiel mit offenen Karten. Warte. Die Pre-Hook, ne? Das ist die Pre-Hook. Jetzt kommt gleich Hava rein. Kommt gar nicht mal verkehrt. Sie tut, als ob ich ihr egal bin, so sympathisch. Weil du denkst, es ist genug, ist. Ich weiß nicht einmal, wer du bist. Baby, ich warte auf dich in einem Loop. Dieses Baby, ich war... Ich mag das, das sind so Kleinigkeiten, ja. Aber ich finde, darauf kommt es auch an. Das sorgt nochmal für Professionalität, weil du hast ihn hier gehört und es geht dann hier rüber auf die Seite. Ich mag sowas. So zwar, vielleicht hast du Lust zu fahren. Dieses Video ist einfach aufwendiger als, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie findet ihr es, Chat? Solange du
Ich finde den Song normal. Normal. Findest du den Song normal? Ich finde der Song ist auch normal. Nein, also, ich sag euch ehrlich. Nee, nee, nee. Chat feiert nicht. Der, ich finde, geht voll fit. Muss, da sind wir, da trennen sich die Meinungen. Heute das erste Mal. Junge, wie viele Szenen haben die für dieses Musikvideo da? Wie viele verschiedene Szenen? Alleine dieses Musikvideo, wenn ich da wäre, würde ich in vier Musikvideos aufteilen, die Szenen heute. 10 Outfits, 10 Szenen und Rapunzel. Seid ihr alle unsichtbar? Davon nicht. Türkische Rapunzel. Ich war denn, jedes Mal fällt dir was Neues ein. Du musst verstehen, an meiner Seite kann nicht jeder sein. Schach ist schlau. Ey, ich sag euch ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ihr das jetzt seht, aber ich liebe Schach. Ich bin zwar schlecht, gebe ich zu, aber ich habe Schach auf dem Handy und wenn ich so gerade nichts zu tun habe, so ein bisschen vielleicht, spiele ich Schach. Schach ist cool, sage ich euch. Schach ist cool. Du willst dich beweisen, doch ich weiß Bescheid. Karten. Warte, sie tut, als ob ich egal bin. So sympathisch. Weil du denkst, es ist genug ist. Ich weiß nicht einmal. Hey, krass. Ich sag euch ehrlich, die Pre-Hook ist das komischer. Komisch jetzt. Die Pre-Hook ist das, was mich am meisten catcht vom Song. Wer du bist. Baby, ich warte auf dich in einem Luxuswagen. Vielleicht hast du Lust zu fahren. Ich finde, der Song ist passend. Ne? Passt im Sommer. Klar, ob der besser ist als Mailbox? Ich glaube, Mailbox ist doch. Mailbox nochmal, ist nochmal besser. Aber gute Kombo. Gute Kombo. Song geht fit. Digga, dieser Ferrari. Normal. Schönes Product Placement an dieser Stelle. Bro, Effekt. Doch, ich habe einmal Effekt getrunken. War okay. Ich glaube, es war auch dieses Orangene, aber ich habe es, glaube ich, in meinem Leben nur einmal getrunken. Nochmal. Okay, Freunde. Das war's. Oder kommt hier noch was? Coole Farben. Ja, Video war cool. Video war cool und aufwendig, das hat man gesehen. Was ist das denn? Das ist Quatsch. Okay, Freunde, das war's mit dem Video. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.